BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Dass der Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten nur schleppend vorangeht, ist nicht wirklich neu. Neu sind die scharfen Schuldzuweisungen zwischen Bund und Ländern. Die Länder verweigern Bundesgelder in Höhe von 580 Millionen Euro, weil Berlin offenbar genau kontrollieren will, wohin das Geld fließt. Die Länder aber wollen sich nicht wie kleine Kinder behandeln lassen. Auch im Stuttgarter Landtag lieferten sich Opposition und Regierungsfraktionen einen Schlagabtausch über den schleppenden Kita-Ausbau. Beim Ausbau der Kinderbetreuung kommen auf die Bundesländer noch gewaltige Herausforderungen zu. Laut neuesten Umfragen bekommen in Baden-Württemberg rund 16% der Eltern keinen Kita-Platz für ihre unter dreijährigen Kinder. Umso schlimmer also findet die Opposition im Stuttgarter Landtag, dass die grün-rote Landesregierung wie auch die anderen Bundesländer im Bundesrat eine 580 Millionen Euro Geldspritze vom Bund ablehnt. Anstatt die Ärmel hochzukrempeln und den Ausbau weiter voranzutreiben, jammert man. Es wäre zu große Bürokratie. Es ist richtig, dass die öffentliche Hand weiß, was mit den Fördergeldern geschieht und die Länder Rechenschaft über die erhaltenen Zahlungen abgeben. Es drängt sich bei mir auch leider der Eindruck in dieser Debatte auf, dass es hauptsächlich darum geht, die Bundesregierung zu kritisieren und ihr schon mal den schwarzen Peter zuzuschieben für den Fall, dass es bei der Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen U3-Platz nächstes Jahr zu Schwierigkeiten kommt. Bei den Verhandlungen zum Europäischen Fiskalpakt hatten die Länder der Bundesregierung ihre Zustimmung signalisiert, wenn Berlin im Gegenzug Geld zum Kita-Ausbau beisteuert. Doch die Länder wollen das zugesicherte Geld jetzt nicht mehr, weil Bundesfamilienministerin Schröder monatlich wissen will, wofür das Geld verwendet wird. Auch will sie wissen, wohin Gelder in den vergangenen 5 Jahren geflossen sind. Bürokratisch sei das ein gewaltiger Aufwand, der kaum zu leisten sei. Und damit Schikane, kritisiert Kulturstaatssekretär Frank Mentrup. Und das, obwohl die Länder jede Unterstützung bräuchten. Mentrup findet, Schröder sollte den Ländern eigentlich dankbar sein. Dass die Länder es erreicht haben, hier noch zusätzliches Geld des Bundes abzurufen und ihr damit die peinliche Erkenntnis nächsten Sommer zu ersparen, dass es hinten und vorne alles nicht ausreichend berechnet war. Stattdessen überzieht sie uns aber mit Forderungen nach zusätzlichen Berichtspflichten und vielen anderen Abrechnungsmodalitäten. Und das ist das, was die Länder an dieser Stelle und zwar parteiübergreifend ärgert und was sie auch zu Recht als unzumutbar formulieren. Beim Kita-Ausbau habe die schwarz-gelbe Vorgängerregierung ein Desaster hinterlassen, kritisieren Grüne und SPD. Und jetzt blockiere die Bundesregierung erneut. Wer sich auf der einen Seite fürs Betreuungsgeld verkämpft, kann auf der anderen Seite nicht riskieren, dass die Kleinkindbetreuung am Ende auf der Strecke bleibt. Es bleibt aber die Analyse, dass es einfach nicht angeht. Dass es einfach nicht angeht, diese zwingend notwendige Dynamik bürokratisch so zu verlangsamen, statt sie massiv zu verstärken. Die Fakten aber bleiben, egal wer am Ende schuld ist. Bis zum Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab 2013 wird noch eine Menge geschehen müssen. Die Schlichtungsgespräche zwischen dem CDU-Bundestagsabgeordneten Siegfried Kauder und seinen Kritikern an der CDU-Basis sind Medienberichten zufolge gescheitert. Auch Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel, CDU, der zum Schlichter in der Sache berufen worden war, konnte keine Lösung herbeiführen. Kauder lag seit Monaten mit seinen Parteikollegen im Streit, weil er plante, im nächsten Jahr erneut bei der Bundestagswahl anzutreten. Parteimitglieder warfen Kauder unter anderem einen mangelnden Führungsstil und die fehlende Nähe zur Basis vor. Justizminister Rainer Stickelberger hat heute einen Gesetzentwurf zur Reform der Sicherungsverwahrung für Schwerverbrecher in den Landtag eingebracht. Das Bundesverfassungsgericht hatte den bisherigen Vollzug für verfassungswidrig erklärt. Der Entwurf setzt konsequent die vom Bundesverfassungsgericht vorgegebene Verpflichtung zu einem freiheits- und therapiegerichteten Vollzug um, und zwar für die gesamte Dauer der Sicherungsverwahrung, indem ein Anspruch auf wissenschaftlich fundierte Behandlungsmethoden normiert wird. Straftäter, die sich in Sicherungsverwahrung befinden, sollen demnach künftig Therapieangebote bekommen, um Rückfälle zu vermeiden und resozialisiert zu werden. Außerdem sollen Sicherungsverwahrte getrennt von anderen Straftätern untergebracht werden. Dafür muss das Land zusätzlich Personal einstellen. Stickelberger hat rund 700.000 Euro für die Reform in den Haushalt eingestellt.
Das Filderkraut, die berühmten Spitzkohlköpfe, die auf den Fildern bei Stuttgart wachsen, sind von der EU-Kommission zur geografisch geschützten Spezialität erklärt worden. Zukünftig dürfen deshalb nur noch Kohlköpfe, die auf der südlich von Stuttgart gelegenen Filderebene gewachsen sind, als Filderkraut verkauft werden. Die besondere Spitzkohl-Variante wird dort einer Urkunde zufolge mindestens seit 1501 angebaut. Im Rechtsstreit zwischen der NBW und einem der früheren Manager des Energieversorgers ist laut Medienberichten gestern ein Vergleich vor dem Mosbacher Landgericht gescheitert. Die NBW wirft dem Ex-Geschäftsführer des Atomkraftwerks Obrigheim unter anderem vor, Verträge mit einem russischen Unternehmer geschlossen zu haben, die sich im Nachhinein als nachteilig erwiesen hätten. Die NBW fordert deshalb 8,5 Millionen Euro Entschädigung. Und soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Der Himmel ist morgen in ganz Baden-Württemberg von dicken Wolken bedeckt. Die Sonne zeigt sich zwar kaum, dafür bleibt es aber trocken. In Freiburg ist es mit rund 18 Grad am wärmsten, der kälteste Ort Freudenstadt mit 15 Grad. Der goldene Herbst geht allmählich endgültig zu Ende. Am Bodensee liegen die Höchsttemperaturen am Freitag bei gerade mal 10 Grad. Dort im Schwarzwald und auf der Alp kann es sogar zu Schneeregen kommen. Durch die Wolken schafft es die Sonne nur bei Mannheim mit rund 9 Grad. Als Herrschaftssitz der Nagolder Gaugrafen, wohl zu Beginn des 11. Jahrhunderts entstanden, wurde die Burg Hohennarold am Ende des Dreißigjährigen Krieges zerstört. Die Ruinen der Kernburg, der Wehrtürme und des Bergfrieds sind der Öffentlichkeit zugänglich, um zu besichtigen. Dabei bietet sich den Besuchern ein herrlicher Blick über die Stadt. Alles über die jüdische Vergangenheit Göppingens können die Besucher des örtlichen jüdischen Museums erfahren. Originalstücke aus der 1899 aufgegebenen Synagoge entführen sie in die Zeit vor dem Nationalsozialismus. Aber auch dieses dunkle Kapitel kommt nicht zu kurz. Die Ausstellung in der ehemaligen Kirche ist immer mittwochs und samstags von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Etwa 400 Objekte umfasst die Sammlung des Deutschen Zweirad- und NSU-Museums in Neckarsulm. Sie reicht von den Anfängen des Fahrrads über historische Motorräder bis hin zu modernsten Rennmaschinen und ist die größte historische Sammlung dieser Art in Deutschland. Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 9 bis 17 Uhr und donnerstags sogar bis 19 Uhr. Das ist unser täglicher Schluck Gesundheit. Was ist daran gesund? Das reguliert unseren Blutdruck, das macht uns fit und gesund. Schmeckt ja gar nicht so schlecht. Oh Mann, was haben die für ein Tempo drauf? Da kannst du mal sehen, die sind noch richtig fit. Mit Knobi Vital bleiben sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Blatt für Blatt, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de. Ich war in der Schule. Plötzlich kamen bewaffnete Männer in unser Klassenzimmer und haben gesagt, dass wir mitkommen müssen. Als wir draußen waren, haben sie uns gepackt, uns vor sich als Schutzschild gehalten und dann auf eine andere Gruppe geschossen. Viele meiner Klassenkameraden sind schwer verletzt worden. Jetzt hoffe ich auf eine bessere Zukunft für uns. Papa, wo bist du? Kinder brauchen eine Familie. Helfen Sie uns.